Herzlich willkommen zum Einfach-Nähen-Podcast. Keine Angst vor Klamotte, mit dem ich dich inspirieren und motivieren möchte, dir Kleidung einfach selber zu nähen. Ich bin Anna von Einfach-Nähen und mit meinem Podcast spreche ich mit tollen Frauen und vielleicht ja auch mal mit tollen Männern über ihre Leidenschaft an der Nähmaschine. Mein heutiger Gast ist Gabi. Herzlich willkommen, liebe Gabi. Stell dich den Zuhörern doch einfach mal vor. Hallo, mein Name ist Gabi. Ich, wie die Anna gerade schon gesagt hat, ich komme aus Bayern zwischen München und Garmisch, bin noch 44 Jahre alt und habe 4 Männer zu Hause, also einen Mann und 3 Jungs. Ja, und mein Hobby und meine Leidenschaft ist das Nähen. Das verbindet uns und wir zwei haben uns ja auch tatsächlich schon persönlich kennenlernen dürfen, jetzt zweimal schon bei Events in Bayern, in Feuchtwangen, im bunten Faden für verschiedene Projekte, einmal für den Blazer und jetzt einmal für die Hose mit Reißverschluss. Ja, das stimmt. Das ist immer sehr, sehr aufregend, immer auch einfach sehr schön, wenn man ja aus diesem Online-Leben in die natürliche Welt ja auch hinausgeht. Und weißt du noch, warum du dich das erste Mal angemeldet hast zu einem Blazer-Kurs? Ich habe das auf Instagram gesehen, dass du da bekannt gegeben hast für alle, die aufgepasst, die in Bayern wohnen. Und das war so davor eben mit deinem, das keine Angst vor Klamotte. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann probiere ich das mal aus. Und dann habe ich mich da ganz mutig angemeldet. Ja, ganz mutig und bist auch mit einem wunderschönen Ergebnis ja auch nach Hause gegangen. Hättest du das vorher so dir selber zugetraut mit einem Blazer nähen? Hast du sowas in der Richtung vorher schon mal genäht gehabt? Nein, ich habe vorher eigentlich noch gar nicht groß Kleidung genäht. Und ich habe mir 2 Tage, bevor das in Feuchtwangen war, habe ich mir dann den Live-Salon auf YouTube von dir so ein bisschen angeguckt. Und dann dachte ich mir so, oh Gott, ich glaube, das war totale Selbstüberschätzung, dass ich einen Blazer hinkriegen könnte. Aber ja, es hat geklappt und ich bin mit wirklich einem schönen Blazer heimgefahren. Du sagst gerade, dass du vorher gar nicht so viel Klamotten genäht hast. Wie bist du denn ans Nähen überhaupt gekommen? Also wir haben mal ganz früh in der Schule genäht. Das war jetzt nicht so. Da habe ich eine Schürze genäht. Ich weiß, die hat mir meine Mama erst vor kurzem mal mitgebracht. Hat sie gesagt, da ist immer noch die Tasche eigentlich, die anzunähen wäre. Danke, Mama. Und dann habe ich mal irgendwann für die Kinder mal so 2, 3 Pumphosen genäht. Da habe ich mir dann so eine halbe YouTube-Anleitung angeguckt. Ja, hat natürlich nicht funktioniert, weil man sollte sich das wenigstens dann zu Ende gucken. Da hatte ich irgendwie die Schrittmaht dann irgendwie an der Seite, so Zipfel, sah ganz fürchterlich aus. Dann habe ich mir bei uns dadurch, dass es so nicht gut war, einen Burda-Schnitt für Kinder gekauft. Ja, das war etwas schwierig, weil die Erklärung halt nicht so war. Und dann, ja, bei Corona mit dem Maskennähen ging es da, also Jahre dazwischen nichts, dann Corona mit Maskennähen. Und dann habe ich so kleine Etuis fürs UNO-Kartenspiel und dann habe ich so Taschen-Upcycling ein bisschen gemacht aus den zu klein gewordenen Kinderjeans. Habe ich so kleine Taschen und Einkaufsbeutel und so genäht dann mit einem Rock von mir und mit meiner alten Lieblingsjeans, die kaputt war. Ja, und dann hat mich aber diese Nähmaschine ganz viele Nerven gekostet, weil die entweder den Stoff gefressen hat oder also nur Löcher gemacht hat, aber keinen Faden mit vernäht hat. Weil das Welche Maschine ist das gewesen, auf der du da genäht hast? Ja, war wie so vielen bei halt einer Aldi-Billigmaschine. Funktioniert halt nicht. Und dann war halt irgendwann, dass ich gemerkt habe, so, ich schieb's, also ich würde mich auf der einen Seite gern zum Nähen hinsetzen, aber ich hatte so ein bisschen, oh, was macht die Maschine heute wieder? Ist ja. Den Stoff oder? Hat sie ihre Tage? Ja, das war immer so. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, ich schieb's immer so und setze mich dann doch nicht mehr hin. Und dann war die Entscheidung, lasse ich's oder kaufe ich mir eine vernünftige Nähmaschine? Und dann habe ich mich für die vernünftige Nähmaschine entschieden. Was mich sehr freut, damit, weil wir uns ja darüber ja auch kennengelernt haben und ich unsere Verbindung wirklich sehr, sehr schätze. Aber jetzt, welche Maschine hast du denn dann als nächstes tatsächlich dann geholt? Ich habe mir die Pfaff Kilt Expression 720. Mhm. Die hat die Steffi ja, dein Curvy Model ja auch, das weiß ich. Genau. Und ja, weil die eben
Also ich ging halt damals bei uns im Ort ins Nähmaschinengeschäft und hatte so gemeint, ja, was ich denn nähen? Und dann habe ich eben gesagt, na ja, Taschen mit eben so Jeans auch. Und dann hat die gesagt, na ja, dann brauche ich halt auch ein bisschen, die wo eine bisschen Kraft hat. Und ja, dann bin ich bei der Maschine gelandet. Und ihr seid ein Herz und eine Seele. Ja, wir sind bis heute glücklich. Glücklich vereint. Das heißt also, du hast dann Upcycling gemacht, so ein kleines bisschen, hast dir dann die gute Maschine geholt und dann ging es los, weiter mit Jeansstoffen dann genäht oder wie ist der Weg weitergelaufen? Ja, es waren ja dann weiter Taschen eigentlich. Und dann habe ich ja mich auch mal an so Sweatshirt. Ja, es wurde aber auch nicht so wirklich was hingetraut, aber irgendwie ja, war der Schnitt nicht so. Und dann habe ich halt eben am Anfang auch bei YouTube dann geguckt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ich brauche auch so dieses Instagram, Facebook. Da rührt sich irgendwie mehr so mit der ganzen Nähszene. Ja, und dann bin ich da relativ schnell auf deinen Account oder Kanal gestoßen. Und ja, und dann habe ich mir eben auch noch eine Overlock inzwischen dann gegönnt. Und ja, nebenbei deinem betreuten Nähen war ich dabei. Und ja, jetzt Ja. inzwischen nähe ich Pullover, T-Shirts, Unterhosen, alles Mögliche. Alles querbeet. Kannst du dich noch an das erste Video von mir erinnern, wo ich dir über den Weg gelaufen bin? Ich finde sowas ja immer super spannend, so im Nachgang immer zu erfahren, das ist das Video gewesen. Also ganz sicher weiß ich es eben mit dem keine Angst vor Klamotte immer. Das, was soll schon passieren? Und das ist, was mir eben auch in diesem Blazer-Nähkurs, wo ich bei dir war, wo du zu mir gesagt hast, ja, was soll denn im schlimmsten Fall passieren? Und das hat mir, also in diesem Kurs, das hat mir echt nochmal so den richtigen Schub auch gegeben. Wo ich mir inzwischen einfach denke, probier doch einfach aus und mach. Und ab und Ja. zu sollte man vorher schon noch mal was gucken oder nachschauen. Aber Ja. einfach mal machen auch. Ja. Ich habe dich ja, wie gesagt, jetzt schon zweimal persönlich kennenlernen dürfen und ich finde das auch immer wieder faszinierend, was in so einem Wochenende dann auch tatsächlich passiert. Es ist ja egal, ob es jetzt so ein Projektwochenende ist wie beim bunten Faden in Feuchtwangen oder meine Nähwochenenden, wo man einfach kommen kann und nähen kann, was immer einem da gerade einfällt. Ich finde es aber total faszinierend, die Leute so dabei zu beobachten, wie so die, ich nenne es mal Hemmschwellen, so ein bisschen weg sind plötzlich. Und das also nicht ein Konkurrenzkampf ist, sondern einfach nur, dass man halt gemeinsam sich darüber freut, über die Erfolge der Leute, die auch noch mit dabei sind und man sich ganz viel Tipps abholt und in Gespräch kommt und jeder ja auch egal an welchem Punkt er jetzt gerade in seiner Nähkarriere ist, ja irgendwie was zu sagen hat. Und das war bei dir ja auch so, ne? Am Anfang so, bin ich hier überhaupt richtig? Selbstüberschätzung oder sowas? Und am Ende, tada! Und mit den anderen immer ein bisschen geschnackt und sich auch gefreut oder wenn ihr euch auch austauscht, wie war das nochmal? Kannst du nochmal erklären? Jeder hat ja so ein bisschen andere Wortwahl dann auch nochmal. Und das ist wirklich auch eine Sache, die ich total liebe an diesen Wochenenden. Ja, diese Entwicklung auch zu beobachten, wie dann wirklich manche dann so richtig mit stolz geschwellter Brust aus der Tür gehen und ja, einfach auch stolz auf sich sind, dass sie es geschafft haben, wo sie 2 Tage vorher vielleicht noch nicht dran geglaubt haben, dass es jemals irgendwie funktionieren wird. Wenn du an ein Nähprojekt rangehst, wie gehst du da so vor? Sind das so spontane Ideen, die du hast, oder hast du eine Reihenfolge, die du ganz strikt abarbeitest? Wie gehst du vor? Nee, das sind schon so spontan oder wo ich sage, so, habe ich jetzt Lust drauf oder ich sehe einen schönen Stoff, wo ich sage, ah, das wäre cool da draus. Und dann schaue ich, ob ich ein Schnittmuster dazu habe, irgendwie was oder ob ich sowas schon mal genäht habe oder und ja, dann wird entweder Schnittmuster ausgedruckt und geklebt und dann abgepauscht und ja, das dauert noch länger wie das andere. Ja. Und Ja. wie viele Stoffe, die du schön findest, wo du unbedingt was draus nähen möchtest, hast du zu Hause? Komm, ganz ehrlich. Viele. Es sind auch gerade wieder welche in der Waschmaschine. Okay, für welches Projekt sind sie gedacht? Für die Fadia.
Zwei Wie Stück. schön. Ja, das ist ja das, was du am Wochenende genäht hast auch. Bist du jetzt hochmotiviert? Ja, die Stoffe habe ich schon im Januar gekauft. Oh, okay. Und jetzt geht's ran. Ja, Ja. also, weil ich gesagt habe, damit ich dann gleich Stoff habe, wenn ich von Feuchtwangen komme, damit ich weiter loslegen kann. Bist du denn jemand, der, sobald er den Stoff gekauft hat, direkt wäscht, um immer vorgewaschene Stoffe im Regal zu haben? Heißt, heißt. Also ich habe einen Teil, ich habe einen Teil vorgewaschener Stoffe im Schrank, ja. Ich habe hier aber auch noch einen Wäschekorb stehen, da wo ich da, naja, eineinhalb Wäschekörbe, wo ich noch zu waschen habe. Das heißt, du weißt wirklich, wenn du in deinem Raum bist, was du schon vorgewaschen hast und was nicht. Ja, weiß ich. Das finde ich sehr respektabel. Also für alle, die auch ein System brauchen, es reicht ein einfacher Wäschekorb, einer blau für nicht vorgewaschen, einer rot für vorgewaschen und noch zu bügeln. Ja. Weil das kennen wir ja alle irgendwoher, ne? Dass man dann da denkt, so, okay, welches war es denn? Also manchmal kann man es riechen, finde ich. Also vor allem, wenn es noch nicht so lange her ist, dass man die Stoffe vorgewaschen hat tatsächlich. Aber es gibt ja auch Stoffe, die man dann aus diesem Impuls gekauft hat tatsächlich. Die vernähe ich irgendwann. Und dann ist das Projekt nicht mehr oder das Wetter ist nicht mehr oder man fühlt es nicht mehr, wie man ja so schön neudeutsch sagt. Und dann liegen die. Und ich bin der festen Überzeugung, jeder Stoff, der zu Hause ist, wird irgendwann seine Bestimmung haben. Also es ist nicht nur einmal passiert, dass ich ein Projekt vor Augen hatte, wo ich dachte, ach, verflixt, ich habe gar keinen Stoff und dann mal geguckt habe und dann festgestellt habe, ach, der würde sich doch vielleicht doch eignen und dann halt neue Dinge irgendwie draus gemacht. Gabi, was ist denn das Material, was du am allerliebsten vernähst? Hast du einen Lieblingsstoff? Eigentlich wirklich Lieblingsstoff? Nee, also inzwischen, klar, was Spaß macht, ist an der Overlock mit Sweatshirt, weil es einfach schnell geht und man sieht halt da wirklich schnelle Ergebnisse. Ja. Es macht wirklich Spaß. Und könntest du mal dich so ein bisschen beschreiben, wie groß du bist, welche Konfektionsgröße du vielleicht trägst und so, damit sich die Hörerinnen und Hörer mal ein Bild von dir machen können, für den Fall, dass jetzt gerade hier nicht auf YouTube mit zugeschaut wird, sondern wirklich der reine Podcast auf den Ohren ist. Ja, ich bin ungefähr 1,60 groß, und trage so Kleidergröße 46, Und das ist nämlich etwas, worauf ich nämlich jetzt genau hinaus möchte. Dadurch, dass du ja deutlich kleiner bist, ist ja Schnittanpassung eigentlich genau dein Thema. Und wann hast du angefangen, dich mit dem Thema Schnittanpassung für dich auseinanderzusetzen? also eigentlich so ganz speziell, eigentlich erst seitdem ich, ja, durch dich mit Blazer und Hose eben. Und vorher habe ich halt, naja, bei den, wo ich das Sweatshirt mal probiert habe, ja, das war halt ein halbes Kleid. Und die Ärmel war, also die Ärmel, ja, das ist mir, glaube ich, schon vorher aufgefallen, dass die viel zu lang sind. Die habe ich halt dann einfach, ja, stumpf unten abgeschnitten, weil ich es nicht besser wusste. Aber seitdem ich eben dir folge und auch eben durchs betreute Nähen, habe ich da wirklich viel dazugelernt. Oder jetzt auch eben letztes Wochenende mit der Hose. Beim Blazer mussten wir ja gar nichts ändern. Das hat gut funktioniert. Aber eben dann beim betreuten Nähen, beim Sweatshirt, da habe ich das auch das erste Mal in Originallänge, da wo ich einfach sage, so ein bisschen kürzer wäre gut und eben die Ärmel so ein Ticken kürzer. Und Und das diesmal weiß auch ich, die Ärmel nicht nur unten abgeschnitten. genau, sondern da weiß ich halt jetzt, wo ich ansetzen muss. Und wie empfindest du das jetzt, dieses Wissen, wie du Kleidung für deinen Körper anpassen kannst? Ist das für dich eine Super. große Erleichterung oder ist das immer noch so ein Riesen, oh, eigentlich traue ich mich nicht, Panik, Panik, Panik? Nee, also ich finde, also mir gibt es schon Sicherheit, dass ich jetzt einfach weiß, wo ich halt einfach ansetzen muss. Weil wie gesagt, vorher wusste ich nichts anders und dann ist die Passform eigentlich auch nicht mehr so. Und dann ist es halt auch eher, wo du sagst, naja, das sieht so wirklich nach Selbstgenähen aus. Ja, bei dem Blazer, glaube ich, würde keiner drauf kommen, dass der selbstgenäht ist. Ich hatte vorher, bevor ich auf das Wochenende ja gefahren bin mit dir, mir
ich habe 5 Blazer oder so mal Probe bestellt von der Stange eben. Und ich habe jeden wieder zurückgeschickt, weil es einfach halt von den Proportionen irgendwie nicht gepasst hat. Entweder zu lang oder dann zu weit. Oder es war halt einfach, die Ärmel sind meistens zu lang. Ja, und das ist halt jetzt wirklich mit dem Blazer oder auch mit der Hose. Also es sitzt einfach super. Mhm. Und es gibt einem auch so eine neue Freiheit. Das beobachte ich zumindest immer. Dieses Wissen, ich bin nicht schuld daran, dass mir die Sachen nicht passen. Es ist nicht mein Körper daran schuld, dass mir die 5 Blazer nicht passen, dass ich die alle wieder zurückschicke. Sondern es ist einfach aus der Natur der Sache heraus geschuldet. Also man kann der Industrie nur beschränkt einen Vorwurf machen, weil die ja nicht auf jeden Körper individuell eingehen können. Also klar, Schummeleien mit irgendwelchen Konfektionsgrößen und so weiter, das kennen wir alle, das ist nicht in Ordnung. Aber da für jeden Körper tatsächlich was parat zu haben, ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit, weswegen es ja einfach auch so wahnsinnig schön ist, sich Kleidung selber nähen zu können. Und wie du auch sagst, das ist eine Erleichterung für dich, ist zu wissen, was du da tust, dass du da eigentlich auch gar nicht mehr negativ drüber nachdenken muss, oh Gott, ich muss jetzt den Ärmel kürzen, dann nimmst du den Ärmel, zack, schneidest ihn durch und aus die Maus. Also da das gar nicht so als großes Übel siehst, sondern wirklich, oh super, dann brauche ich jetzt gleich mir auch keine Gedanken machen, ich weiß, dass der Ärmel passt. Ja, oder gerade eben auch jetzt bei der Hose, wo wir das hinten am Bund geändert haben. Ja. Wenn man eben so eine Hose, ich weiß nicht, wann ich zuletzt so eine Hose, im Endeffekt so eine Stoffhose gekauft habe, weil es eben immer oben am Bund mit Hohlkreuz einfach, was ich ein bisschen habe und der Fülle, dass es dann einfach absteht, dann macht man einen Gürtel drum und zieht eine Bluse länger oben drüber, weil man sagt, damit man es irgendwie versteckt. Ja. Und das ist bei der Hose halt jetzt nicht der Fall, sondern sie sitzt halt einfach wirklich schön. Und durch die 3 Bundweiten, die es ja bei meinen Schnittmustern gibt, war das ja auch tatsächlich gar nicht mehr so eine große Anpassung. Also wie viel Zentimeter haben wir weggenommen? Insgesamt glaube ich 4 hinten. Ja. Also so 2 Zentimeter habe ich dir quasi doppelt weggezwackt. Und dann, ja, genau. Und mehr war es ja dann auch gar nicht. Also auch da für viele, gerade was Hose anpassen anbelangt, ist ja wirklich so, oh mein Gott, da habe ich so viel Schlimmes gehört. Da muss man ja so viel machen und oh je. Und 12 warte jetzt am Wochenende, ne? 12 Frauen mit den unterschiedlichsten Figuren haben an dem Wochenende alle eine Hose genäht, die dann tatsächlich für ihren Körper individuell gepasst hat. Und es war keine dabei, wo man unfassbar viel hier schnipp, schnapp oder sonst was machen musste, sondern sie hat eigentlich von Anfang an bei allen schon sehr, sehr gut gepasst. Also schon besser als so manche gekaufte Hose tatsächlich. Ja. Das macht mich auch sehr stolz, euch dann da zu sehen, wie ihr paar Zentimeter größer werdet, weil einfach. Das war auch meine erste Hose seit diesen Kinderpumphosen und die erste für mich selber. Also. Und dann mit Reißverschluss und einem Bund oben dran und so. Also, das ist schon, auch da kannst du dir definitiv auf die Schulter klopfen und freut mich sehr auch zu hören, dass du so motiviert bist, da auch die nächsten direkt zu nähen und der Stoff schon seine Runden drehen darf dann dafür. Abgesehen von den Hosen, hast du so einen Plan, was du gerne insgesamt so übers Nähjahr nähen möchtest? Also bist du so jemand, der ja so einen Nähplan hat? Haben tue ich ihn nicht wirklich. Also in meinem Kopf sind schon, wo ich sage, jetzt für den Sommer eben gut, möchte ich jetzt schon T-Shirts nähen. Wir haben jetzt im betreuten Nähen eben den Schlafanzug auch und da habe ich das T-Shirt Erakia schon genäht. Also ich habe jetzt auch schon einen Stoff bestellt, der heute ankam, der wo jetzt dann als nächstes in die Waschmaschine wandert, wo ich sage, so, mir gefällt es eben gut, da möchte ich mir jetzt eben für den Sommer T-Shirts nähen. Und das passt ja jetzt auch gerade. Die Temperaturen steigen ja jetzt und spätestens im Winter kann man es dann wieder fürs Bett anziehen, im Sommer dann draußen. Also ich finde das Shirt tatsächlich auch einen gelungenen Allrounder, wenn man einfach sich was Lockeres mal überwerfen darf. Du hast jetzt Reißverschluss genäht, du hast Blazer genäht, zum Blazer auch mit Ärmelfischen und Schulterpolstern und Knöpfen und Knopflöchern. Gibt es denn trotzdem noch irgendwas, wo du Schiss vor hast beim Nähen? Was ist dein Endgegner? Sind schon immer die Knopflöcher. Immer noch. Ja. Die sind so ein bisschen so, da habe ich Respekt davor. Was genau? Kannst du das formulieren? Naja, das ist so das Letzte, was man
ja, Macht an dem Projekt einfach. Und damit steht und fällt irgendwie, weil ja, das ist so, hoffentlich haut das dann doch hin. Man hat alles vorher super schön hingebracht, jede Naht ist wunderbar geworden und dann hofft man, dass das Knopfloch auch noch gelingt. Ja, das ist gerade beim Blazer tatsächlich auch so, dass ja einige sagen, ach, den trage ich ja eh nur offen, da brauche ich gar kein Knopfloch. Oder jetzt auch bei der Hose am Wochenende haben ja ein paar Mädels dann sich einen Druckknopf vorne dran gemacht, ja. statt dem normalen Knopf dann auch. Ja, kann ich total nachvollziehen, dieses Verkack's nicht am Ende. Also genau. Ne, so viel, vor allem bei Blazer oder so einer Hose, ist ja schon so viel Zeit ins Land gegangen und dann möchte man ja auch, dass das Restliche dann schön ordentlich ist. Aber so ein paar Tipps hast du ja jetzt, wie es funktionieren könnte. Und ja. Deine Maschine kann das ja definitiv. Die hat ja auch einen sehr schönen Knopflochfuß. Ja, go for it. Wird schon werden. Wird schon werden, genau. Bist du denn jemand, der gerne mit Videos auch zusammennäht? Oder bist du eher jemand, der lieber Anleitungen in aller Ruhe liest, sich vielleicht was unterstreicht oder Notizen macht oder sowas? Wie ist so dein Nähprozess? Beides eigentlich. Also ich lese mir die Anleitung vorher schon immer erst durch. Steht ja auch immer überall so schön dort. Liest dir danke, die Anleitung. Dass du das auch machst. Doch, ich lese mir das schon immer durch. Ja. Aber ich mag es auch ganz gern, wenn ich irgendwie mal in der Anleitung irgendwie eine knifflige Stelle ist oder so, schaue ich es mir ganz gern auch eben im Video einfach an, ob ich es dann auch wirklich so verstanden habe. Und wie oft hast du schon den Effekt gehabt, dass du sagst, hey, habe ich ganz anders gelesen, als ich das im Video sehe? Aber bei mir bestimmt dann nicht. Also. Nee, ja, eigentlich überhaupt auch gar nicht so oft. Das ist dann nochmal so die Bestätigung, ah, ich habe es richtig verstanden. Mhm. Also wobei am Anfang habe ich mal eine Tasche genäht und ich, ja, das war so eines meiner ersten größeren Projekte, sage ich mal. Und da war ich mir dann eben vom Enden, das war so eine Crossback, und da war ich mir vom Enden von links und auf rechts, wie das alles so zusammengenäht wird, ja, war ich mir dann noch nicht so sicher. Und da habe ich, glaube ich, das Video, ich glaube 15 Mal angeschaut. Das war auch so doof. Man konnte da nicht wirklich erkennen. Der Stoff von der rechten und von der linken Seite war eigentlich fast die gleiche Farbe. Das ist dann schwierig, da wo ich mir denke, so für ein Video wäre es halt für den Anwender dann einfacher, wenn man da so ganz klar das sehen würde. Das stimmt. Da habe ich bei einem oder anderen Video tatsächlich auch schon ein paar Kommentare bekommen, weil ich da nicht so drauf geachtet habe. Das war ein Projekt, was ich halt gerne haben wollte und dann habe ich das mitgefilmt, ohne mir vorher Gedanken drüber zu machen, weil natürlich ist es einfacher für die Leute, die danach nähen wollen, wenn man ganz klar eine linke oder eine rechte Seite hat, also vorne Blümchen, hinten Uni oder sowas, dann ist es immer einfacher und ich habe mir angewöhnt, in meinen Videos die linke Seite tatsächlich dann mit Seife zu markieren. Auch das haben wir am Wochenende ja auch gemeinsam festgestellt, dass das mal ganz schlau sein kann, einfach wirklich ganz grob einfach mit Seife über die linke Stoffseite drüber zu gehen, damit man alleine beim Stecken nicht bekloppt wird und beim Aufbügeln von der Einlage und so. Gerade wenn eigentlich beide Seiten fast identisch sind. Ja. Also das kann ich nur jedem an die Hand geben, wenn ihr da selber irgendetwas macht, macht's mit Seife. Das kleine Reststück, was man noch irgendwo auf dem Gästeklo liegen hatte oder wenn man mal im Urlaub im Hotel war oder sowas und da noch ein bisschen Seife findet. Nicht Flüssigseife, also muss schon das Stück sein. Hat auch den Vorteil, dass man es ja mit dem Messer so ein bisschen anschleifen kann. Dann hat man wirklich auch Möglichkeiten, das zu markieren. Und dann sollte es mit der linken und der rechten Stoffseite hoffentlich nicht mehr ganz so schwierig sein. Ja, aber ansonsten war das Einzige. Bei dir habe ich es jetzt bisher noch gar nicht festgestellt. Das ist schön. Ich bemühe mich auch immer ganz, ganz redlich, das so kundenfreundlich wie möglich zu machen. Aber da geht es mir ja auch so, dass ich manchmal nicht einen Knoten habe, sondern man wird ja so betriebsblind. Dann macht man einfach Sachen, weil man das immer so gemacht hat, ohne da irgendwie großartig drüber nachzudenken. Und erst wenn andere das dann nachmachen und dann Nachfragen kommen oder so, hä, verstehe ich nicht, funktioniert bei mir nicht, fällt mir manchmal auf, ja, eigentlich habe ich es doch nicht hundertprozentig so gemacht, wie ich es da gezeigt habe, weil zwischendurch habe ich irgendwie, keine Ahnung, noch was zusammengesteckt oder sowas, was ich aber gar nicht so gemerkt habe, sondern das war dann so in dem Nähprozess sozusagen drin, ne?
Auch mal an dich die Frage, liebe Gabi, wenn du an dein früheres Ich einen Rat geben wollen würdest, so in die Vergangenheit, zu deinen Anfängen deiner Nähkarriere, was wäre etwas, was du dir auf jeden Fall, was du dir auch selber gewünscht hättest, früher zu wissen? Oh Gott. Ja, Knipse machen? Ja, dass das eben einfach ganz wichtig ist. Dann, ja. Ja, das ist schon mit so. Also, das ist das, was ich gerade so bei den Klamotten eben, dass ich wirklich gucke, dass ich diese Knipse mache. das ist sehr gut, wie wir auch Also, festgestellt haben, denn es hilft so ungemein. Also es erleichtert ja die Arbeitsweise und du kannst ja viel schneller erkennen, ob irgendwas richtig oder falsch gesteckt ist. Wenn die Knipse nicht aufeinander gehören, dann passt irgendwas nicht. Und wir alle haben ja eigentlich gar keine Zeit oder nicht ausreichend Zeit. Und das ist so eine Sache, da kann man wirklich Zeit sparen. Kostet am Anfang ein bisschen mehr Zeit, die Knipse alle reinzubringen, spart aber Zeit, weil man möglicherweise die Sachen nicht falsch zusammennäht, also den genau. Handauftrenner nicht benutzen muss oder erst nachher feststellt, dass man die Kapuze ans Armloch genäht hat. Ja, Ich oder spreche den von einem falschen, Freund. ja, oder den falschen Ärmel. Ja, auch das fällt auch erst sehr spät auf. Also das kann ich noch fast nachvollziehen, dass man sich da vertut, aber so eine Kapuze ans Armloch anzunähen, ich finde, das ist so eines meiner Top 5 Favorite Fails, die ich irgendwie hingelegt habe und sicherlich hätte vermeiden können, wenn ich tatsächlich vorher einfach Knipse übereinander gebracht hätte und einfach mal zu gucken, was wo irgendwie hingehört, ja. Ja, und dass man eben dann auch von unten, also zum Beispiel vom Saum unten anfängt zum Stecken und dann erst die Knipse, dass man das Ja. macht und nicht immer einfach durchsteckt dann von, sondern als erstes eben die Knipse steckt und den Anfang und das Ende, Ja. weil sonst hat man dann irgendwo immer Versatz und dann denkt Und man dann sich, fängt man an, warum? das abzuschneiden, weil man denkt so, Ja. hä, verstehe ich überhaupt nicht, obwohl man ja richtig zugeschnitten hat, warum ist das jetzt zu groß? Ja, das ist so, wo man dann ja, wie gesagt, nachschneidet. Das ist Ja, dann, ja. naja. Wie sieht denn so dein Nähplatz aus, dein Arbeitsplatz? Hast du den großen Luxus, einen großen Raum zu haben oder schneidest du auf dem Küchentisch zu oder auf dem Fußboden? Wie kann man sich das bei dir vorstellen, in deinem Reich? Also inzwischen habe ich mir im Keller einen Raum oder einen Teil des Raumes abgezwackt. Mit Gefrierschrank und Kühlschrank zwar drin, wobei, wenn ich Durst habe, habe ich immer was zu trinken. Sehr praktisch. Und da habe ich auf der einen Seite eben jetzt inzwischen zwei Tische, da wo ich fest meine Nähmaschine entstehen habe. Und auch zwei Schränke, da wo einer von der Oma ein alter ist, die hat aussortiert und hat sie gesagt, braucht sie nicht mehr. Sage ich, kann ich brauchen für Stoffe. Und dann habe ich mir noch selber so einen Zuschneidtisch gebaut. Mit wie viele IKEA-Regalen und der hat unten Rollen dran, dass ich den dann im Raum ein bisschen hin und her fahren kann, wenn ich irgendwie an einen anderen Schrank muss. Und da habe ich so mein Reich, dass ich das unten einfach stehen lassen kann. Weil am Anfang war es auch der Küchentisch und dann wurde natürlich irgendwann wieder dran gegessen, dann musste ich wieder wegräumen und irgendwann habe ich gesagt, nee, ich möchte das irgendwie festhaben und dann habe ich eine Räumaktion im Keller gestartet. Oh ja, ich glaube, das kennen wir alle. Also selbst wenn man keinen Nähplatz hat in dem Sinne, aber diese Räumaktion und irgendwann auch die Stoffe, die man dann hat, nimmt man irgendwann doch alle mal wieder raus, sortiert die nochmal neu zusammen, faltet nochmal neu, weil sonst die Türen nicht zugehen und so. Und das ist wirklich dann Luxus, wie du beschreibst, dass man einfach auch alles stehen lassen kann. Sieht häufig wahrscheinlich dann auch bei dir, vermute ich jetzt mal so aus, wie Ja. als wäre eine Bombe explodiert und man ist dann Ja. wieder ganz stolz, wenn man wieder aufgeräumt hat und dann dreht man sich um und irgendwie sieht es wieder aus wie vorher. Genau. Ja, auf was würdest du denn beim Nähen überhaupt nicht verzichten wollen? Also was muss bei dir auf jeden Fall da sein? Entweder, ich sage jetzt mal, irgendwie Nähgadget oder hast du immer Musik an? Also was muss für dich unbedingt dabei sein, sonst kannst du nicht nähen? Abgesehen von den Maschinen natürlich. Ja, ich habe eigentlich ja, also der Radio läuft immer so nebenbei, dass ich, ja, dass es nicht ganz so leise ist. Ansonsten habe ich eigentlich, Lieblingsschere?
Ich habe so einen kleinen Fadenabknipser, wo ich dann eben vom Anfang und vom Ende, wenn vernäht ist, dann ist es so ein Knipsteil, das mag ich total gern, weil das einfach so zackig, das hat man schön in der Hand. Deine Maschine schneidet aber auch von alleine ab, ne? Ja, aber es hängen ja dann noch am Ja, Schluss immer okay. diese kleinen, die knipse ich dann mit dem immer schön ab, Ja. dass die dann weg sind. Ansonsten habe ich eigentlich gar nicht irgendwas Spezielles, wo ich sage, so, das muss unbedingt sein. Ja, das finde ich sehr schön. Ich werde nämlich tatsächlich ein bisschen nerdy, wenn ich hier meine kleine Schere nicht habe. Die brauche ich definitiv immer an meinem Nähplatz. Deswegen habe ich eben auch so speziell nach der Schere gefragt. Ich fühle mich manchmal so ein bisschen spleenig, wenn ich sage, wenn die Schere da nicht liegt, kann ich nicht nähen. Deswegen hatte ich gehofft, dass du wenigstens auch so ein bisschen was sagen kannst und den Spleen mit mir teilst. Aber es ist völlig legitim, wenn du sagst, oh, Hauptsache, das ist alles irgendwo da und irgendwie funktioniert es und Radio läuft. Das ist ja auch so Ja. eine Sache. Manche können ja gar nicht mit Hintergrundgeräusch was machen. Manche hören Podcasts dabei oder Hörspiele oder so. Mein Curvy-Model Steffi sagt ja, das kann sie nicht. Sie kann da nicht zuhören. Das ist so. Sie kann sich nicht auf beides konzentrieren, nähen und zuhören. Und wenn sie dann mal irgendwie ein Hörspiel laufen hat oder sowas und dann jemand erstochen wurde oder so, dann ist sie, hä, wann ist denn der gestorben? Weil sie es dann gar nicht mitgekriegt hat an der Stelle, ja. Was machst du denn, Gabi, wenn du mal so ein richtiges Nähtief hast und eigentlich nähen wollen würdest, aber das irgendwie nicht läuft? Hast du einen Trick? Eigentlich wirklich ein Nähloch habe ich gar nicht so. Da hatte ich noch nie so. Ich bin eigentlich immer froh, wenn ich irgendwie die Zeit habe, dass ich mich hinsetzen kann. Also momentan, wie gesagt, habe ich eigentlich so viele Sachen im Kopf, was ich gerne alles nähen würde. Ich hatte bisher, toi toi toi, noch nie wirklich ein Nähloch. Das Einzige, was ich immer dann, wo ich es dann mal so ein bisschen hinziehen kann, ist das Schnittmuster kleben oder sowas. Das ist immer so die Hürde. Da muss ich, brauche ich immer so ein bisschen Platz. Also das klebe ich auch nicht hier in meinem Nähkeller, sondern das klebe ich dann oben am Küchentisch. Und das kommt dann immer so ein bisschen drauf an, weil das mache ich meistens abends, wenn dann die Kids schon im Bett sind und mein Mann schaut dann nebenbei Fernsehen. Da kann ich zum Beispiel auch nebenbei Fernsehen schauen oder sowas. Beim Nähen kann ich das auch nicht, das so, also da geht bloß der Radio so nebenbei Geplänkel. Aber beim Schnittmuster zusammenkleben und schneiden, da tue ich dann auch nebenbei mit Fernsehen schauen. Darum erfolgt das dann eben oben bei uns. Wir haben so einen Wohnraum und dann gucke ich da nebenbei mit Fernsehen. Das Das heißt, du ist, arbeitest. Entschuldigung. ja, alles gut. Das ist immer so, das, was ich dann so ein bisschen schiebe. Dieses Schnittmuster. Schneiden, zusammenkleben, abpausen. Ja, aber genau, ich wollte gerade sagen, das hattest du eben ja auch schon mal gesagt mit dem Abhausen. Das ist natürlich einmal dann diese Kleberei für einen Schnittmusterbogen. Also bei Erwachsenen oder wenn ich für mich nähe, schneide ich aus tatsächlich. Weil wenn, dann mache ich das Projekt ja wahrscheinlich 3, 4, 5 Mal in kürzester Zeit, damit ich Designbeispiele habe oder was testen kann oder so. Aber bei den Kindern habe ich das auch tatsächlich so gemacht. Die Kinderschnittbögen, die habe ich nicht auseinandergeschnitten, weil die machen ja dann immer so einen Schub. Alle 6 Monate kannst du ja eine komplett neue Garderobe für die wieder nähen. Und dann finde ich es tatsächlich auch lästig, ständig wieder neu auszudrucken. Und die pausche ich dann auch ab tatsächlich. Also mittlerweile sind sie so groß, dass da der Jüngere kann jetzt von der Größeren die Sachen dann übernehmen, größentechnisch sozusagen. Da bin ich jetzt einmal durch. Aber das wäre mir auch tatsächlich zu schade, so einen Bogen dann zu zerschneiden und dann alle halbe Jahre schon wieder anzufangen und neu zu kleben. Und ich roll die dann ja immer auf und gebe dann so eine Klorolle drüber. Also jetzt eine, wo das Klopapier schon ab ist, also so eine leere Klorolle. Und dann kann man da draufschreiben, was der Schnittmusterbogen ist. Und dann stelle ich die in so einen großen Behälter und dann stehen die da so in Reih und Glied. Und wenn ich wieder abpausen möchte, dann kann ich halt diesen ganzen Bogen wieder entrollen. Weil dieses Kleben nervt mich ehrlicherweise auch Ja. tatsächlich sehr. Ich mache es bei meinen, also für mich selber eben schon auch, dass ich es abtausche, in der Hoffnung, dass ich vielleicht doch mal irgendeine andere Größe mal vielleicht nähen könnte noch. Und bewahre die dann eben auch auf. Wie bewahrst du deine Schnittmusterbögen auf, wenn du die geklebt hast? Ich habe so einen Faltordner.
ja, der so Ziehharmonika-mäßig kann man den dann auseinanderziehen und ich falte eben die Schnittmuster zusammen und da tue ich die Anleitung rein und die Schnittmuster dazu und das abgepouchte der auch. Funktioniert eigentlich ganz gut. Das heißt, wenn du deine Seiten zusammenklebst, klebst du die dann vollflächig über den gesamten Streifen? Ja. Ja, weil sonst würde es ja ziemlich auseinanderfleddern, wenn du das ja auch immer genau. So klein. Und ich tue es dann auch noch mit an den, wo alle vier Seiten zusammenstoßen, da tue ich noch ein Stück Tesafilm drüber. Ja. Das ist gut hält. Ja, das ist dann so tatsächlich sehr, sehr schlau, weil also ich klebe ja nur die Kreuze und nur da, wo nachher die Linien sich treffen und wo ich dann ja ausschneide, damit es nicht auseinanderfällt. Aber das System eignet sich nicht dafür, um das auf DIN A4 wieder zusammenzufalten, um es dann in diese Faltboxen dann reinzubringen. Das, glaube ich, wäre auch nichts für mich, da bin ich zu... Das muss ich immer ordentlich dann haben. Auch wenn es zwischendrin ausschaut, wie, aber da ist... Da aber gedanklich so ist es sortiert. Ja, da bin, das ist vielleicht mein Tick, den ich habe. Und das heißt, das ist wie so ein Hängeregister, was du dann hast? Oder ist das, legst du das dann gestapelt in den Schrank? Oder wie muss ich mir diese Verpackung dafür dann vorstellen? Ja, diesen Ordner, je mehr da reinkommt, dann kann man das eigentlich wie so einen Kasten aufstellen. Ah, ja. Also, das war auch ganz günstig. Ich glaube, bei Action oder sowas. Also wirklich. Aber das ist ganz praktisch. Mal gucken. Ja. Bisher funktioniert es ganz gut. Es wird dann im Endeffekt so in der Art wie so ein, ja, wo man es eben von oben in diese Taschen reinschieben kann, schon so wie ein Hängeregister, aber man kann das eben in den Schrank auch reinstellen oder legen. Und dann kannst du die Papierschnittmuster dann ja auch hochkant wahrscheinlich damit reinstellen, oder? Ja, das funktioniert alles ganz gut. Bist du denn jemand, der so gerne E-Books mitnimmt, weil die gerade im Angebot sind für später? Oder hast du schon ganz fleißig aussortiert und konzentrierst dich auf eigentlich nur auf Projekte? Das war ich am Anfang so, dieses E-Book irgendwo. Ah ja, nehme ich mit. Aber inzwischen, ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt, gut, jetzt von dir die Roselinari habe ich runtergeladen. Aber ansonsten, also das mit E-Books irgendwie kaufen, wenn was im Angebot oder irgendwie, nee, das mache ich nicht mehr. Also ich habe jetzt eben auch schon so, was ich habe, oder wie gesagt, durch dich auch eben das mit dem, man kann ja so vieles auch eben ändern und das macht ja auch schon viel aus, wenn es ein anderer Stoff ist. Ja, das macht einfach schon ganz viel. Obwohl es der gleiche Schnitt ist, aber es sieht ja immer wieder anders aus. Ja, deswegen frage ich so explizit danach, weil ich habe mir gerade vorgestellt, wenn du jetzt die ganzen E-Books, also ne, wenn du jetzt so gehortet hast an E-Books, dann hat man ja auch dieses Hängeregister voll mit ausgedruckten Sachen, die man dann vielleicht ja auch gar nicht mehr so wirklich benutzt, weil man dann beim nächsten Mal ja wieder von vorne anfängt mit neuen Sachen. Und auch da kann man ja tatsächlich sehr viel Zeit sparen, wie du sagst, indem man sich einfach mal überlegt, wie komme ich denn zu dem fertigen Ergebnis hin, also wie es aussehen soll mit den Schnittmustern, die ich schon habe? Muss ich da vielleicht einfach nur eine Teilungsnaht reinbringen oder den Halsausschnitt verändern oder reicht es schon, wenn ich ein anderes Material nehme oder so? Und da, finde ich, kann man tatsächlich unfassbar viel Zeit sparen, weil man ja einmal den Schnitt dann an seinen Körper angepasst hat und dann nicht wieder von Null anfangen muss. Vor allem, wenn man mit dem Körper nicht klassisch in Standardmaße dann reinpasst, was die meisten von uns ja tatsächlich nicht können. Ja, und es gibt auch zum Beispiel Schnittmuster, die wo einem vielleicht an dem Model, wo es vorgestellt wurde, schön ausschauen und selber sagt man so an sich, nee, geht gar nicht. Ja, genau. Also das ist dann, und so ein Schnittmuster, ja, holt man eh nie mehr raus. Also das ist schön, dass du das gerade sagst, weil in diesem Moment, ich glaube, jeder fühlt das. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es keinen gegeben hat, der diesen Moment nicht hatte. Ich habe früher ja auch mit Burda genäht und habe mir auch ein wunderschönes Kleid genäht und habe dann vorm Spiegel gestanden und gedacht, sag mal, wer guckt mir dann da aus diesem Spiegel entgegen? Das ist ja ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, das gehört wirklich zu diesem Prozess mit dazu. Also wer sagt, dass er das noch nie erlebt hat, dass immer alles super vorm Spiegel ausschaut, das kann ich nicht ganz glauben. Oder er muss sagen, wo der Trick ist, aber ja, da gebe ich dir völlig recht. Dann denkt man dann so, oh, was hast du denn dabei gedacht? Oder was haben sie da gefotoshoppt oder wie auch immer. Ja.
Manchmal funktioniert es dann auch in größeren Größen nicht, was dann in kleineren Größen vielleicht ganz nett aussieht oder man hat den Schnitt einfach nur hochgradiert und ja, diverse Überraschungen, die einem da sicherlich das eine oder andere Mal schon vom Spiegel passiert sind. Dir nicht mehr oder nicht mehr ganz so oft. Du weißt ja, wie du dich jetzt retten kannst an vielen Stellen. Ich freue mich sehr, dass du im Premium-Bereich bist und beim betreuten Nähen auch so fleißig mit dabei bist. Ich habe ja gehört, ihr habt eine sehr, sehr nette Gruppe, in der ihr euch auch austauscht. Für die Hörer vielleicht auch noch kleinen Schwank aus letztem Wochenende. Es waren zwei Teilnehmerinnen da, die unabhängig voneinander sich angemeldet haben und vor Ort dann festgestellt haben, dass sie in der gleichen Kleingruppe sind. Genau. Das war total schön, dass wir uns dann eben gleich persönlich kennengelernt haben. Ja, und ohne dass ihr es vorher wusstet, hattet ihr das vorher gesagt, dass ihr zu dem Wochenende fahrt? Also wusstet ihr, dass ihr euch da begegnet? Nein, weil wir haben uns ja das erste Mal in der kleinen Gruppe nach dem Wochenende getroffen. Also wir haben uns am Montag nach dem Wochenende das erste Mal in der kleinen Gruppe getroffen. Ja. Und vorher nur eben kurz geschrieben vorgestellt, aber nicht gesehen. Ja, wie schön. Das ist das beste Beispiel dafür, wie schön die Online-Welt in die reale Welt dann übergeht. Ja. Und ich finde, das ist auch ein schöner Abschluss für unser Gespräch, liebe Gabi. Wir sind nämlich schon weit über eine halbe Stunde wieder drüber. Ja. Und ich finde es einfach so schön. Ich könnte jetzt noch deutlich länger mit dir weitersprechen. Das vertagen wir dann auf unser nächstes Treffen dann einfach. Ja. Ganz, ganz lieben Dank, dass du heute mein Gast in diesem Podcast gewesen bist. Und ja, ich wünsche dir noch weiterhin viel Spaß mit meinen Schnittmustern und mit der Hose Fadia vor allem. Und freue mich auf unser nächstes Treffen. Dankeschön. Ja, ich freue mich auch. Tschüss. Tschüss.